So Leute, sind wir wieder bei Vegas 12 hier bei Fire Emblem Rage and Dawn mit mir, Sefi und Jutes. Mit der Weiter abgebrochenen geht's Szene. Im Geschehen. Die Armee der Freiheit und ihr durchschlagender Sieg scheinen für Da-Ein eine Wende im Krieg zu bedeuten. General Jaroth jedoch setzt seine Überzahl dazu ein, der Gruppe zuzusetzen und sie aus der Balance zu bringen. Mit von da eingestohlenen Geldern finanziert Benion die Aufrüstung seiner eigenen Armee mit Waffen und Vorräten. Benion hat mit denselben gestohlenen Geldern auch die Schwerter einer Unmenge von Söldnern gekauft. An eigenen, willigen Kämpfern mangelt es der Armee der Freiheit nicht. Doch sind die meisten der Kämpfer alte Männer und unerfahrene Knaben, deren Hingabe ihre Fähigkeiten weit übersteigt. Die Armee der Freiheit hat keine Wahl. Sie muss ihre Reihen verstärken, wenn sie Benion unter gleichen Voraussetzungen gegenübertreten will. Die Gefangenenlager Benions sind ihre einzige Hoffnung. Dort warten die ehemaligen Soldaten Da-Eins auf ihre Rettung. Oder auf ihren Tod. Was wohl eher? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals im Knast sitze und denke... So, mich wird irgendjemand retten kommen. Kapitel 7, Hoffnungsschimmer. Der Kapitelname kommt mir sehr bekannt vor in Verbindung mit Kapitel 7. Das klingt sehr nach Pass of Radiance, finde ich. Als Generalstabsoffizier, obwohl ich nicht mal weiß, ob ich diese Stimme hatte, von Da-Eins Armee der Freiheit möchte ich meine neueste Strategie vorstellen. Die Sohn hätte einen deutlich besseren gekriegt. Entschuldigung. Aber sollte Prinz Pelias nicht auch anwesend sein? Okay, ist er schon tot, hoffentlich. Es gibt keinen Grund, den Prinzen mit jedem Detail dieses Krieges zu belästigen. Er wird nicht mehr zu den Treffen kommen. Betrachtet von nun an meine Worte als die Worte des Prinzen. Du Scheiße. Ich glaube nicht, dass das... Genug geplaudert! Kommt und werft einen Blick auf meinen Plan, meine hübschen... Wow, das kommt mir so bekannt vor. Unser nächstes Ziel wird Umuro sein. Es ist eine der größten Lager, in denen Gefangene festgehalten werden. Wieso talk ich wieder mit mir selbst? Die Zustände dort sind hart. Wenn wir seine Insassen befreien wollen, zählt jede Sekunde. Sorte! Eines der größten Gefangenenlager. Sind unsere Truppen für so einen Plan überhaupt geeignet? Nein, selbstverständlich. Mein Genie sind über solche trivialen Fragen schon... hat sich über... Ach, egal, Gedanken gemacht. Seht ihr diesen See direkt neben dem Lager? Nee, ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Es könnte höchstens ein Fluss sein. Ja. Aber See? Nein. Er verschockt alle Leute daran mit Trinkwasser. Genau das versetzen wir mit einem Gift, das ich selbst entwickelt habe. Ich bin so evil. Wir lehnen uns zurück und der Feind stoppt. Was sagt ihr da? Die Verwendung von Gift ist einfach abscheulich. So einem Plan werde ich niemals zustimmen. Was? Du! Ey, geh weg da, du Affe! Du stellst meinen Plan in Frage, der in einem Zustand höchster Meditation gezeigt wurde. Ernst, das ist da nicht schwer. Ganz egal, wie fehlgeleitet der Gegner sein mag, wir dürfen beim Kampf weder Rücksicht noch Mitgefühl vergessen. Das stimmt. Giften keine Rücksicht. Gefangene würden ebenfalls sterben. Umstehende Dörfer wären betroffen. Was passiert dann? Man würde an uns zweifeln. Unser Motiv in Frage stellen und sich vielleicht sogar gegen uns wenden. Zudem wäre dann der Name von Prinz Pelias befleckt. Denkt ihr nicht? Dann eben nicht. Macht, was ihr wollt. Und wenn ihr ganz am Boden seid, könnt ihr wieder zu mir kriechen. Mein Gott, so eine verfickte Scheiße. Ich entschuldige mich bei euch, beiden, wenn Lord Izuka aufgeregt ist, verliert er jede Art von Vernunft. Man hat's gemerkt. Auch ich entschuldige mich, General Taureno. Er ist hinausgestört, weil ich... Kein Grund zur Entschuldigung. Ihr seid doch recht. Ich könnte den Einsatz von Gift nie gutheißen. Das hat mir auch nichts gesagt. Allerdings benötigen wir nun einen neuen Plan, um die Hoffnung auf den Sieg nicht zu verlieren. Warte, ich rufe ihn bei Soren an. Er hat sicherlich eine brillante Strategie für uns. Ihr habt recht. Nun, was haltet ihr von dieser Strategie? Hallo, Soren. Wow, das ist die beste Strategie ever. Hab ich den oder hast nee, du den? Den hab ich. Ah ja, das hatten wir so geplant. Ja. Oh, das wird toll. Tut mir leid, euch einfach so hierher zu rufen. Bitte verzeiht mir.
Das ist schon in Ordnung, ich habe ja sonst nichts zu tun. Kann ich euch etwas Tee einschenken oder hättet ihr lieber etwas anderes? Ich möchte nichts, danke. Worüber wollt ihr mit mir reden? Sprechen. Ich weiß, ihr seid wütend auf mich. Bitte, Mikaya, verzeiht mir. Könnt ihr mir erklären, wieso ihr nicht mehr zu unserem Treffen anwesend seid? Ich folge nur einer Bitte Isukas. Ihr seid der Anführer dieser Armee. Da könnt ihr die Entscheidung nicht einfach jemand anderen überlassen. Oh, das tut mir leid. Ich werde Isuka fragen, ob ich am nächsten Treffen teilnehmen darf. Was ist das für ein Kerl? Hoffentlich erlaubt er es mir. Was? Ihr seid der Prinz. Ihr braucht die Erlaubnis von überhaupt niemandem und am allerwenigsten von eurem eigenen Berater. Ja, ich bin der Prinz, aber ich schulde Isuka so viel. Er hat mir alles Wichtige beigebracht, um ein richtiges Mitglied der Königsfamilie zu werden. Er nahm Kontakt mit Tauroneo und den anderen Senatoren aus Darein auf, und damit sie uns helfen. Zierk ist also ein Senator? Wow. Natürlich nicht. Nein. Ohne seine Macht und seinen Einfluss hätte ich nie eine Armee um mich sammeln können oder meine eigene Mutter getroffen. Ich verstehe. Ihr wart also einsam. Wie bitte? Und dann brachte euch Isuka wieder mit eurer Mutter zusammen. Er gab euch einen Ort und vor allem einen Grund zum Leben. Und ihr denkt nun, ihr steht in seiner Schuld, weil er euch aus der Einsamkeit gerettet hat? Darum tut ihr auch, was euch gesagt wird oder was Isuka euch befiehlt. Mikaya, ihr seid... Verzeiht mir, ich wollte nicht. Das war sehr unangebracht. Ihr verblüfft mich. Ich verblüffe euch. Ihr könnt wirklich die Gedanken anderer lesen. Das ist unglaublich beeindruckend. Ihr habt direkt durch mich hindurch gesehen. Ja, du bist auch viel Luft für mich. Verzeiht, ich habe mich wohl zu sehr begeistert. Schaut mich nur an. Ich bin richtig in Schwitzen gekommen. Ugh. Prinz Pelias, ihr sollt duschen. Was ist denn? Warum seht ihr mich so an? Dieses Mal. Oh, das. Was ist das? Das nennt man einen Geisterschutz. Die Quelle aller Magie in dieser Welt ist an die Kraft der Geister gebunden. Wenn man einen Pakt mit einem Geist geht, dann zeichnet sich so die Kraft des Geistes am Körper des Bündnispartners ab. Aha. Aber was sage ich da? Ihr wisst das natürlich alles schon. Ihr habt auch einen Geisterschutz. Was? Ich sah euch neulich, als ihr euch die Hände wuscht. Sonst man redet doch nicht so. Ich sah euch, als du dir die Hände wuscht. Wusch. Als ich auf euch zuging, um euch zu begrüßen, sah ich das Mal auf eurer rechten Hand. Ihr habt es gesehen? Ich überlegte, ob ich euch sofort darauf anspreche, aber dann rief mich meine Mutter, also sage ich es euch jetzt. Denkt ihr wirklich, dass dieses Mal für einen Schutz der Geister steht? Oh, ihr habt also den Pakt nicht selbst geschlossen? Nein. Jetzt verstehe ich. Es muss also der Geist gewesen sein, der einen Pakt mit euch schließen wollte. Wie meint ihr das? Es ist ein sehr seltenes Phänomen unter Neugeborenen. Normalerweise passiert es Kindern, die ein außergewöhnliches Talent für Magie haben. Ihr seid in der Tat verblüffend, Mikaya. Ich wusste nicht. Das sollte besser unter uns bleiben. Wir wollen doch nicht, dass man uns mit den Gezeichneten verwechselt. Was sind Gezeichnete? Ich glaube, es sind Beorg, durch deren Adern auch das Blut der Laguts fließt. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, ein Mensch mit dem Blut eines Halbmenschen in seinem Körper. Na, wie auch immer. Ich wurde schrecklich misshandelt von Leuten, die mich für einen Gezeichneten hielten. Oh, du arme Sau. Mikaya? Oh, so ist das also. Ich denke, ich weiß nun etwas mehr über euch und über die Male, die uns verbinden. Schön, dass ich euch helfen konnte. Aber ich bin überrascht, dass ihr es nicht wusstet. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Bitte nicht. Gerne. Yeah. Oh, fast vergaß ich's. So redet doch kein Mensch. Hier, das wollte ich doch euch doch geben. Was ist das? Ein ganz wunderbares Schwert, das ich neulich erstand. Sein Besitzer hat im Kampf auf jeden Fall die Oberhand. Ich überlasse es euch. Sollt ihr es nicht den Soldaten geben, den ihr dieses Schwert für würdig befindet? Nein, ich möchte nicht, dass sie... Ich möchte nicht, dass die Soldaten denken, ich hätte unter ihnen einen Favoriten. Nein, wir behandeln die hier alle gleich. Ja, deswegen kriegt Mikaya das auch. Ja. Das wäre unangebracht. Zumindest sagt das Isuka. Also überlasse ich es euch, wenn ihr es geben wollt. Na gut, ihr habt bestimmt viel zu tun. So ist es. Manchmal sehne ich mich nach den alten Tagen zurück, an denen ich arm war, aber dafür weniger Sorgen hatte.
du Arsch. Prinz Pelias. Doch, ich kämpfe weiter. Ich werde nicht aufhören, bis Dahan endlich frei ist. Ja, und dann kam immer weiter in ein Zelt rum. Das höre ich gerne. Triggerschwert erhalten. Ja, wir sind in Kapitel 7 ja. Und haben schon ein Kriegerschwert. Nice. Ich hatte gerade nur das 2 gekriegt. Gott. Tja, muss man dann Waffenarsenal ein bisschen aufräumen. Ja. Er nimmt sich jetzt erstmal die Windschneide, damit er noch ebliger wird. Und ein Kriegerschwert. Ich will hier weiter meine Eisen verwalten, ihr Bimbos. Alle sind so unfähig. Ist doch wahr. Ey, die haben ja aber alle so viel. Oh, Leo braucht einen neuen Bogen. Haben wir zufällig einen parat? Nein. War ja klar. Ich wollte sagen, ja, der braucht auch Waffen. Das gehe ich mal lieber mit Kaya weiter. Nein, ich will geben, nicht nehmen. Es ist ein Geben und Nehmen. Der ist auch was. Wandelnde Waffenarsenal. So, jetzt haben wir hier. Weißt du, was das Geile an hier ist? Der hat eine Stärke von 8. Mhm. Ihre Stahllanze wiegt 13. Oh. Sie hat eine Geschwindigkeit von 10. Durch den Abzug eine Angriffsgeschwindigkeit von 7. Oh. Oh. Ja. Deshalb, das ist auch noch ein Pferd, oder? Ja. Oh. Deshalb gebe ich immer eben einen Energietropfen. Scheiße. Ja, man muss einiges tun, um Fiona lauffähig zu bekommen. Ich wollte Fiona gerade mit einem Betriebssystem vergleichen, aber mir ist kein passendes eingefallen. Wir besuchen den Schmied. Wir brauchen eine Lanze. Eine Eisenlanze, wenn es geht. Möglichst stark und möglichst leicht. Ein kritischer Treffer darf auch gerne sein. Das können wir uns schon nicht mehr leisten. So. Wir nehmen passend in Blau. Oh, wir besitzen eine Münze. Soll ich damit arbeiten? Ja, so wie ich uns kenne, kriegen wir eh das blanke Ding. So, was kriegen wir? Ne? Hey, ein Pfeil! Trefferkulte plus 10! Nice. Ja. Und das umsonst. So, wie nennen wir das schöne Ding? Wir nennen es. Keine Ahnung. Ich nenne es. Zahnstoff. Yeah. Das passt sogar, wie geil. Davon kann Pokémon sich mal eine Zahnscheibe abschneiden. So, Zahnstocher. Damit sie lauffähig wird, kümmern wir uns um die Supports. Also für Leo könnte ich mal einen neuen suchen, oder? Ja. Mal sehen, wen haben wir denn? Das ist so gut. Aran wäre vielleicht nice. Weißt du, da Aran so eine hohe Verteidigung hat, kann er sich gut vor Leo stellen. Hm? Nee, du hast Edward mit. Ah, verdammt, das wollte ich nicht. Gut, dass man das hier jederzeit wieder rückgängig machen kann. Ich nehme ihn! Weißt du, und vor allen Dingen, Leos defensive Wasseraffinität gibt ihm nämlich auch noch ein bisschen Verteidigung. Das kann Aran auch noch ganz gut gebrauchen, um sich weiter aufzuboosten. Die können auch nicht. Ich wollte jetzt hier eigentlich mit Wuluk, aber die beiden wollen wohl noch nicht. Ach ja, und Fiona ist auch Erde. Ja. Was auch recht nice ist. Ich glaube, ich mache erstmal das. Wir haben ja so viel. Ja. Wow. Das ist aber ganz schön viel. Das Problem ist halt nur, dass immer nur 3 Werte steigen, ne? Ja, stimmt. Und das sind bei ihr dann eher defensiv und ihre Stärke bleibt darunter dann ziemlich zurück. Das ist mehr so ein Fiona-Level-Up. Also Verteidigung wird sie sehr hoch kriegen. Hm. Ihr Problem ist halt immer nur, ich pack einfach alle Bonus-IP rauf, Hauptsache wir kriegen sie noch irgendwie auf 20. Ja, Mikaya werden wir so auch noch hinkriegen, ne? Ja, Mikaya hat ja noch ein eigenes Kapitel für sich. Ja, stimmt. Da kann sie zwar noch leveln und sie kann gleich schon Elite tragen. So. Edward kriegt noch was. Mitleid-CP. So, kommen wir zu den Fähigkeiten. Also vor allen Dingen, sie kann nur nichts tragen, wenn sie nur 5 hat. Ach du Scheiße. Yes. Aber dafür startet sie mit 2. Na gut. Und Inspiration sind 6 KP pro Zug bei ihrem Momentan. Oh. Das ist mehr, als sie mit Heilung kriegen würde. Und durch Schutz kann sie immer mal wieder eine Einheit einpacken und kriegt keinen Abzug einpacken.
Einmal zu mitnehmen, bitte. So, ich glaube, Luke wollte ich eigentlich Disziplin geben, aber ich glaube, das lasse ich mal. Ach nee, Disziplin, ja, Elite. Ihr kriegt ja eh nur ein EP von daher. Ja, ich glaube, das ist nicht viel rein. Okay, was, dann gebe ich das erstmal Edward. Hallo Edward! Gebe ich das erstmal Leo, dann... Hast du ihn beleidigt? Ja. Gebe ich ihm erstmal Elite, damit er mehr EP kriegt, weil er auch selten angreift. Mach den! Ja, das sowieso. So. Info hatten wir, Drill hatten wir. Schauen wir mal ins Archiv. Naja, spricht eine eindeutige Sprache. Ja. Können wir auch gleich cutten. Ja, das passt ja perfekt. So, jetzt können wir cutten. Sehr schön. Dann geht's im nächsten Part mit dem Kapitel los. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal.